Hey ho Leute, wir spielen weiter. Wir haben nicht mehr lang. Dann ist die Kampagne auch schon wieder vorbei. So viel an Karten war da jetzt leider nicht zu holen. Ich glaube, wir müssen nur noch einmal kämpfen. Und dann ist die Sache auch schon geschafft. Du musst Markham schnell besiegen, bevor er entkommt. Fall dabei nicht ins Wasser. Schnell besiegen. Wenn es ums schnell besiegen geht. Wie ihr merkt, ich habe da so ein bisschen aussortiert. Ich wollte mal ganz viele neue Guides machen. Viele neue Decks. Nur leider fehlen mir selbst gerade noch ein bisschen die Karten. Ich muss selbst gerade noch ein bisschen zocken, damit ich die Karten aufbauen kann. Und dann kommen ganz viele coole Guides. Dein Ziel entkommt. Morde ihn, bevor sein Schiff ablegt. Es gibt eine Wasserreihe. Wenn eine Kreatur diese Reihe betritt, fessle sie. Hafenreihe, nachdem eine Kreatur hier angegriffen wird, fällt sie ins Wasser. Wenn sie hier angegriffen wird. Das muss ich ausprobieren. Achso, und ich habe nur 10 Minuten Zeit. Okay, interessant. Okay, hier links ist die Wasserreihe. Und hier die Hafenreihe. Nachdem meine Kreatur hier angegriffen wird, fällt sie ins Wasser. Und ins Wasser fallen ist scheinbar sowas wie aus dem Spiel entfernt oder sterben? Fragen wir Fragen. Was macht er hier nochmal? Beschwörung nimmt eine. Ja, ja. Dann soll er halt mal machen. Der wird zwar gefesselt, aber in der nächsten Runde kann ich eigentlich angreifen. So schätze ich mal. Soll er halt sich mal Leben machen, soll er mir halt ein bisschen abziehen. In der Zeit mache ich Sachen. Den einen Schaden verkrafte ich, davon mache ich mir jetzt wieder. Hä? Ich dachte, das Fesseln wird vielleicht aufgelöst. Was soll denn das? Was für ein Quatsch. Na toll. Na gut, habe ich ja gar keine andere Wahl. Ich muss ihn da spielen. Ach, jetzt wird das aufgelöst. Ach, hä? Super. Okay. Okay, okay, okay. Wir können hier schon mal Schaden machen. Dann gehen wir hier noch rein. Bam. Der wird gefesselt. Dann spielen wir die königliche Weise. Links. Oh. Das war dämlich, Leute. Tut mir leid. Das war dumm. Das war dumm, 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 dumm. Ich habe vergessen, dass er sich das Leben gemacht hat. Oh. Ganz viel Hate. Bisher sieht's echt schlecht aus. Echt schlecht aus. Okay. Ich fessel erstmal den Dude. Ich meine, noch ist nichts verloren. Ich check's immer noch nicht, aber in 6 Runden schaffen wir nie und nimmer, den zu töten. Aber okay. Ich mach das mal so. Damit ich ein bisschen Offensive hab. Ja, seine Strategie ist natürlich einfach. Verteidigung und Leben. Ich benutze den Dünenschmuggler, um ihn nach links zu bewegen. Wenn er aber nach links geht, dann wird er auch gefesselt. Ich werde aber erstmal den hier angreifen, damit ich den hier erstmal schon getötet habe.
So, dann greife ich hier an. Benutze den Dünenschmuggler, um ihn auf die linke Seite zu bewegen. Oder den wilden Bestienrufer. Fragen wir Fragen, ne? Ich habe halt gemerkt, der greift meine Kreatur irgendwie sowieso nicht an. Vielleicht bekommen wir irgendwie irgendwas Hartes. Ich muss riskieren. Das ist echt nichts Hartes, ne? Okay. Unzerstörbar. Da muss ich sogar reingehen, das ist echt, echt traurig. Mondscheinfledermaus. Der wütende Hawker, Schaden erleidet, erhält +1/+1. Wir machen das mal so. In 3 Runden schaffe ich nicht so viel Schaden zu machen. Vieles ist halt eben noch gefesselt. Dann spiele ich die hier. Fessel eine gegnerische Kreatur in dieser Reihe. Den hier. Zwei Runden. So viel Schaden in 2 Runden. Könnte mit ganz viel Glück, könnte es klappen. Ganz viel Glück. So, dann erstmal das hier. Ich hoffe halt einfach, dass er da zu viele Prophezeiungen hat. So. Wir könnten Königliche Weise spielen und Klippenläufer. Und ganz am Schluss noch Tatzkat. Oder jetzt Tatzkat. 6 Schaden. Nee. 6 Schaden. Und dann in der nächsten Runde den Klippenläufer mit Blitz. Das hört sich sogar nach einem echten Plan an. Andersrum könnten wir jetzt den Klippenläufer spielen. Hier und greifen an. Da werden wir ungestört. Und dann auch direkt den Blitz. Ist eigentlich Gipfel gesprungen. Ist eigentlich Gipfel gesprungen, aber hier haben wir dann wenigstens eine Kreatur, die dann doch ein bisschen was wegräumen kann, wenn muss. Natürlich ein Wächter. Zum Glück auf der anderen Seite. So. Also, eine Runde haben wir noch und das könnte sogar klappen. Deshalb war es vielleicht ganz clever. Okay, könnten wir eigentlich schaffen. Oder auch nicht. Doch, müsste eigentlich reichen. Doch nicht. Der und seine Verteidigung geht mir so auf die Nerven. Okay, erstmal der Tappi. Dann müssen wir das so hier machen, so hier machen. Dann gehen wir hier rein.
dann natürlich den Klippenläufer. Und Blitz. Ich habe so unfassbar schlecht gespielt und habe es trotzdem noch geschafft. So unglaublich. Oh Mann. Oh Mann. Entschuldigt wirklich das absolut schlechte, grottige Gameplay. Das war echt schlimm. Aber geschafft ist geschafft, ne? Der wollte quasi gerade aufs Schiff, weißt du? Und dann komme ich von der Seite. Mal gucken, was ich da bekomme. Oh. Legendary, schwarzer Drache, immun gegen tödlich und hat erschlagen. Wirf alle Exemplare der erschlagenen Kreatur aus dem Deck deines Gegners. Für 4 Magika, 5-5 ist schon echt nicht schlecht. Vor allem auch immun gegen tödlich. Wenn es jetzt noch Wächter hätte, wäre es halt perfekt. Und alle Exemplare rauswerfen, klingt eigentlich echt ganz gut. Den muss ich irgendwo einbauen. Okidoki, es geht weiter. Sehr schön, ich dachte, das wäre zu Ende. Einen anderen Weg finden. Wir könnten die Lady umgarnen. Umgarnen wir doch mal die Lady. Und womit haben wir dein Vertrauen verdient? So, wir haben dich nur gefragt. Wir sind irgend so ein dahergelaufener Penner. Und ja, ich will in die Burg. Ah, ich vertraue dir. Komm rein! So sind sie, die Frauen. Okay, das gibt's scheinbar als Belohnung. Fleischskulptur. Anwendung, aktiviere. Verwandle alle Karten in deiner Hand in zufällige Karten. Okay. Interessant. Daraus kann man lustige Decks machen. Würde ich nie in ein ernstes Deck packen, aber lustige Decks kann man damit machen. Heimliche Mission. Wenn eine deiner Kreaturen stirbt, verlierst du. Ein Deck wird dir gestellt. Na gut. Probieren wir es aus. Wenn eine deiner Kreaturen stirbt, verlierst du. Wie soll ich das verhindern? Du wirst dich vorsichtig bewegen müssen, wenn du den Thronsaal erreichen willst. Wenn eine deiner Kreaturen entdeckt und zerstört wird, verlierst du. Also keine meiner Kreaturen darf sterben. Okay, gut. Probieren wir es mal. Das klingt doch eigentlich als Starthand ganz gut. Gib einer Kreatur Deckung. Okay. Was ist das hier? Dauerhaft unzerstörbar, wenn eine deiner Kreaturen stirbt, verlierst du das Spiel. So. Grammfeste Verräter. Das ist eigentlich so ähnlich wie das Deck, das ich jetzt sowieso schon spiele. Ziehe eine Karte, wirf anschließend eine Karte ab. Ich möchte aber von den Karten noch keine ablegen. Da können wir uns noch durchboxen. So, wir gehen mal weiter hier in die Offensive. Ich muss ihn also schnell wie möglich töten. Ne? Okay, das Spiel ist schon mal auf der anderen Seite, das ist gut.
Okay, wir haben zwei Schattenwechsel. Ich könnte den Dünenschmuggler spielen, um die nach links zu verfrachten, was gar nicht so schlecht wäre. Und da hätte ich dann wenigstens noch eine Kreatur, mit der ich Action machen kann. Und das ist schon nicht blöd. Ich mache es jetzt einfach mal, weil ich genug Schattenwechsel habe und das hier auch noch besitze. Von daher ist es noch okay. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass er keine Sturmangriffkarten hat. Das wäre gemein. Ob er mir jetzt Leben abzieht, ist mir eigentlich egal. Nur da komme ich jetzt schwer durch. Das hier ist auch eine Schattenreihe. Ach so. So. Okay, machen wir das erstmal hier. Dann würde ich gerne den Dünenfischer spielen, um weiterhin in die Offensive zu gehen. Das ist sehr gefährlich. Ich könnte da jetzt auch reingehen und erstmal die Wache töten. Was ich aber gerade noch nicht möchte. Ich greife an. Und der muss auch in Sicherheit gebracht werden. Das ist jetzt leider wichtig. Ich habe gerade überlegt, ob ich wechseln, ob ich angreifen möchte oder nicht. Aber ich habe den ja gerade an den Eiern. Deswegen möchte ich den hier, die Sachen hier geben. Ich kann es nur einmal. Ich kann es nur einmal tun. Ha. Dann nehme ich ihn einfach wieder auf die Hand. So machen wir das. Okay, das könnte klappen. Das könnte klappen. Das ist eigentlich ganz positiv, ne? So, dann können wir den hier auch gleich mal auf die linke Seite bringen. Dann haben wir da eigentlich in der nächsten Runde eine super Chance. Wenn er nicht so ein Ding hätte. Mit 11. Oh. Boah, das ist jetzt so bitter, ne? So, das ist jetzt sehr, sehr bitter. Also dieses blöde Gitter kotzt mich gerade so an. Ich kann einem, und das ist nämlich dem hier, den Schatten geben. Dann muss ich den hier auf die andere Seite verfrachten, ansonsten würde er sterben. Greife ich hier einfach an, das bringt ja auch nichts. Dann mache ich sowas hier. Und jetzt haben alle wieder Schatten. Angreifen darf ich jetzt natürlich nicht. Ansonsten. Ich könnte angreifen, aber das Risiko wäre zu hoch, dass er mich töten könnte. So könnte ich in der nächsten Runde ihn töten. Ich spar's mir lieber auf. Natürlich hat er wieder eine Verteidigung, so Verteidigung des Todes. Boah, ey. Okay. Das kommst du schon wieder nicht vorbei. Oh Mann.
Also das ist echt, echt nervig. Okay, Moment. Ich kann das hier tun. Dann feuern wir es. Dann ist der hier schon mal weg. So. Die hier kriege ich leider nicht geploppt. Dann muss ich sowas hier tun. Ich kann halt jetzt angreifen, ja. Ich muss noch eine Karte ziehen. Wähle eine Karte, die abgelegt werden soll. Ja, vom feste Verräter. Weil der Bruderschaftsassassine bringt mir jetzt nicht viel. Aber ich kann wenigstens eine Karte ziehen. Gib einer Kreatur einen Schutzzauber und das bringt mir jetzt auch nichts. Ich kann hier angreifen. Wächter. Natürlich. Das Fallgitter des Todes. Und jetzt dachte ich eigentlich mit Schattenwechsel einen von denen darüber und das bringt eigentlich gar nichts. Der hier kann leider getötet werden, der hier kann getötet werden, einfach alles kann getötet werden. Und hier leider genauso. Nichts würde mir was bringen. So scheiße. Hätte klappen können. Hätte wahrlich klappen können. Ich guck mal, was er macht. Vielleicht ist er ja dumm. Ich dachte, vielleicht geht er ins Gesicht. Wer weiß. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay, alle guten Dinge sind zwei, oder? Die Hand behalten wir ist eigentlich genau dieselbe wie in der ersten Runde. So, okay, krampfester Verräter, gib ihm. Diesmal packen wir es. Bin ich guter Dinge. So, beginnen wir uns mal auf die andere Seite. Machen wir mal Sachen. Verstärkungskarten hat er, glaube ich, nicht. Der hat noch Wächter. Deswegen lassen wir es mal drauf ankommen. Greifen mal an. Und spielen jetzt Dolchsturzmagier. Dann kann ich in der nächsten Runde da reingehen, die fertig machen. Oder eben auch nicht. Aber. Oder doch. Und wenigstens ploppt dann bei ihr das Ding da auf. Das wäre schon ganz praktisch. So, da muss ich jetzt reingehen. Nutzen wir mal den Foliant der Veränderung. Für die Braut, die sich nicht traut.
shit. Geben ihr Schutz und holen den Typen zurück. Andersrum wäre es natürlich viel klüger gewesen. Aber das habe ich nicht so schnell geschalten. Shit, ey. Shit, ey. Bewege alle verbündeten Kreaturen. Interessant. Das könnte mir später eine wirkliche Hilfe sein. Der nervt mich so mit seinen Wächtern. Ich habe halt keine Wahl, als den da jetzt mal wegzubekommen. Ich spiele Bruderschaftsassassine. Benutze den Dünenpirscher, um die auf die andere Seite zu bringen. Und spiele jetzt noch Kramfester Verräter. So kriege ich halt wenigstens ein bisschen Bordsam. Die ist sehr, sehr praktisch. Damit können wir eigentlich jegliche Wächter vernichten. Tod dem Wächter! Wir könnten da reingehen. Können wir töten, ohne dass unsere getötet werden? Wenn einer deiner Kreaturen stirbt, ist es eigentlich egal. Und damit kann ich dann erst recht nicht reingehen. Also bin ich ja fast gezwungen, hier reinzugehen. Dann gehe ich auch hier rein. Er kriegt leider wieder ein paar Karten. Sehr schade. Machen wir es mal so. Okay. Wir wechseln erstmal alle verbündeten Kreaturen. Spielen jetzt noch nochmal hier eine Bruderschaftsassassine. Das ist auch sehr praktisch. Okay, den hätte ich dann ganz gerne. Hätte gerne hier noch ein paar mehr von denen. Falls er auf die Idee kommt, noch ein paar mehr von den scheiß Wächtern zu spielen, haben wir so eigentlich eine ganz gute Chance. Okay, super. Dinge stehen gut. Das kann uns eigentlich total egal sein. Das wäre sowieso klar. Aber da kommen wir easy peasy vorbei. Hätte er dem gehen sollen. Okay, das sieht gut aus. Gehen erstmal hier rein. So. Dann Schaden. Schaden. Schattenwechsel. Nach links. Angriff natürlich.
Und nur noch der Blitz. Bam! Ja, bestimmt hätte es auch besser gehen können, aber Hauptsache es hat funktioniert. Oh, sogar zwei Sachen. Plastverschwörer. Okay, die kennen wir ja schon. Und Blutzauberin. Wenn du zu Beginn deines Zuges 7 oder mehr Max-Magiker hast, füge deinem Gegner 5 Schaden zu. Das ist auch nicht schlecht. Müsste man alles in Decks ausprobieren. Okay, Leute, ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Folge hat jetzt ein bisschen länger gedauert, hab ein bisschen gefailt. Aber, mein Gott, bin auch nur ein Mensch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer LineTube.